What a beautiful region we're living in, this great area to reflect, to clear your mind. This wonderful landscape, the clean water, the pastures. It's no wonder that the United Nations decided to dedicate a special day to the mountains, International Mountain Day. Mountains are abundant in life and rich in culture. And with culture, we can transport understanding and meaning from generation to generation. Literature allows us to tell our stories, to express our feelings, our thoughts, our emotions, and let inspiration and imagination take over. To celebrate this rich, diverse, complex, and multilingual literary heritage of our region, the Alpine Convention started the initiative Reading Mountains. Leggere le montagne, prati gore. Lire le montagne, Berge lesen. On International Mountain Day, dozens of authors and thousands of people get together in almost 100 events around the Alps and beyond to exchange on the ways how the Alps are actually shaping their lives. The fascinating aspect about this Reading Mountains initiative is this diversity, this richness, this abundance of Alpine literature, which provides such an ample space for creativity and imagination. And this ample space has been artfully used by our partners organizing the various events. Ja, herzlich willkommen, bienvenue, benvenuti, dobrodošli, willkommen. Eine Diskussion, die wir uns heute vorgenommen haben zum Thema alpine Literatur. Was ist das, was kann das? Mit vier großartigen Autoren aus allen vier Sprachbereichen des Alpenraums, Slowenisch, Deutsch, Italienisch, Französisch. Ich habe mir beim Hergehen so die Frage gestellt, wenn man sich in Museen Bilder ansieht, Landschaftsbilder, da sieht man so ganz deutlich und stark, wie die Landschaft, die Malerei, die Kunst beeinflusst. Und da ist mir irgendwie die Frage gekommen, wenn wir uns Literatur ansehen, gibt es da eine ähnliche Beeinflussung? Kann da ein ähnlicher Energiestrom sozusagen aus der Landschaft heraus in die Literatur hineinmünden? Donc je pense que si au XXe siècle le mystère était dans les villes, je crois que le mystère aujourd'hui est dans la nature. Donc moi, pour moi, on ne peut pas écrire sans être physiquement en accord avec soi-même, et on ne peut pas être en accord avec soi-même si on oublie qu'on a un corps et qu'on est dans la nature. Je suis né à Créteil, qui à l'époque était une petite ville de la banlieue parisienne, mais très vite j'ai grandi dans un village de l'Île-de-France, tout petit village. Il y avait encore des fermes avec des chevaux, et j'ai eu la chance à l'âge de 5 ans, très petit, de partir en colonie de vacances. Et là, les colonies de vacances étaient dans les Alpes, en France, et là j'ai découvert pour la première fois enfant les montagnes, et j'ai été complètement ébloui. Il n'y avait pas la télévision à l'époque, pas des photos, c'est tout, mais j'étais ébloui par la magnificence des sommets, des montagnes, de la montagne. Le vent, la pluie, le calme, le silence, les sensations sont très fortes. Donc c'est un souvenir qui m'a marqué profondément. J'ai vu la montagne avant de voir la mer. Et ça m'a marqué pour toute la vie, pour vraiment toute la vie. Et moi, j'ai trouvé mon équilibre dans la nature, par la marche, par la respiration, et pour être, psychologiquement en bon état. Et ça me permet à moi, après, dans la ville, de créer de la beauté aussi. Avec mon dernier roman, en tout cas, j'invite les gens à respecter la nature et à changer leur comportement aussi, bien sûr. Skozi glavo mi gre misel, ki jo je izrekel Goethe pred 200 leti. Gre približno takole, ko vidim gore, neham misliti na neskončno, ampak začnem razmišljati o tem, kako
presegati nekaj, kar je fizično končnega pred mano. To se mi zdi zelo lepa, zelo natančna misel. Resnica je seveda ta, da se ne moremo izogniti temu, da okolica ne bi vplivala na naše pisanje. Vprašanje je kako. Hoja nas ne pripelje k sebi, me ne pripelje k sebi, me tudi ne pripelje k mojem jeziku, ampak spostavlja nek prostor, kjer sem jaz odsoten. In v primeru gore je ta hoja še toliko bolj intenzivna, ta konfrontacija z naravo še toliko močnejša. In s tem tudi izkušnja teksta samega se mi zdi posebej močna. Pisati pomeni potovati v neznano. Kaj vpliva na to, kako pišemo, o čem pišemo, zakaj pišemo? Vse, kar doživljamo, vse, kar nas obdaja, ljudje, obrazi, informacije, sporočila, arhitektura, narava, vse je absolutno pomembno, nenadomestljivo in hkrati lahko ponoma tudi nepomembno. Okolje, kjer smo odraščali, je bilo okolje prehoda. Na eni strani so v daljavi bile zasnežene vrhovi Koralp v Avstriji in pa Mariborskega Pohorja. V drugi strani pa se je odpiral že pogled v ravnino, tisto ravnino, ki gre proti Mađarski in odkoder je odteklo Panonsko morje. To sta bile dve močne dimenziji daljave, ki so se prav tam srečali, kjer sem odraščal in me na nek način zaznamovali. Po eno strani želja stopiti tja, kamor seže pogled, po drugi strani pa odraščati z nekim privajanjem pogledom z rahlo privzdignjene perspektive, z neke vrste ptičjim pogledom, ki zajame celo okolico, cel svet in ga seveda potem v domišljiji spet sestavlja. Allora, io venendo qui in treno mi sono accorta che stavo facendo lo stesso tragitto che ho fatto per molti anni tra Monaco di Baviera, dove sono nata, e l'Italia del Nord, dove venivo in vacanza, sia in montagna che ai laghi, che comunque sono laghi alpini. Ho poi trovato abbastanza curioso, anche andando a cercare i testi da leggere ieri sera, che la presenza in diretta di queste montagne ci fosse più di quanto io pensassi, sia in piccoli ricordi che hanno a che fare con lo sci e cose del genere, e poi forse sono più altre cose, ad esempio è la luce, no? Cioè il cielo dei posti che sono vicino alla montagna, è l'aria, cioè come dire una presenza anche di montagne che non si vedono. Sì, penso che ci sia certamente una qualche forma di influenza di chi è molto segnato da un paese, da un paesaggio in cui è nato, e questo stranamente si nota anche nella letteratura italiana e spesso si sente anche una lingua che è una lingua più dura, una lingua più asciutta, una lingua che rispecchia queste montagne, che spesso sono montagne non accoglienti, ma sono un paesaggio duro e di gente dura, di poche parole, influenzata dall'ambiente, molto diversa da quella che siamo abituati ad immaginare. E in questo senso forse qualcosa che si assomiglia a una letteratura alpina potrebbe esistere. Lieber Bernhard, wir haben irgendwo jetzt ganz verschiedene Ansätze schon gehabt. Ich glaube, bei dir war es wieder anders. Da hat das Schreiben irgendwie einen Weg heraus aus einer alpinen Enge gebracht. Also ich komme aus einem kleinen Dorf in Osttirol, enges Tal. Und links war der Berg und rechts war der Berg. Und in der Kindheit war das sehr, sehr schön, sehr unbeschwert und frei. In Wald und Wiese geborgen sein. Und dann aber in der Pubertät kamen so erste Fluchtgedanken. Und ich wollte irgendwie weg. Ich wollte mit 15, 16, 17 weg, habe aber bleiben müssen. Und da war das Schreiben dann einfach ein wunderbares Mittel zu gehen. Im Kopf irgendwo anders hinzugehen, ans Meer zu gehen. Mehr Räume und Plätze zu schreiben, an denen ich mich wohlfühle. Das Schreiben war immer so ein bisschen Fluchtmittel in der Jugend.
Heute mag ich die Berge. Also so sehr ich mit 17, 18, als ich nach Innsbruck gekommen bin, nicht machte, diese Nordkette, die so mächtig dasteht, so schön finde ich sie heute. Da raufzufahren und oben in der Sonne zu sitzen. Und wenn man genau schaut, sieht man bis zum Meer. Und es ist wunderschön. Kunst in jeder Form, sei es jetzt Schreiben, Musik, bildnerische Kunst, war immer sehr, sehr wichtig, weil es in dem Dorf sehr, sehr wenig davon gegeben hat. Und das war was Unmögliches eigentlich, Künstler zu werden, Schriftsteller zu werden. Und da schnappe ich eigentlich ganz viel nach Luft. Also hol mir das, wo ich es kriegen kann und lass mich inspirieren. Schau hin, gefällt es mir nicht. Aber es ist ganz viel passiert auch hier in Tirol irgendwie. Und das ist cool, eben da mich inspirieren zu lassen. Come together zum First Alpine Poetry Slam, den es weltweit jemals gegeben hat, den wird es Ihnen anderen nicht geben können. Hallo Innsbruck, und wenn Sie ein Hallo zurückschmettern, das mich jetzt sehr freuen. Hallo Innsbruck! Hallo! Wunderbar! Bei einem Möbelhändler im französischen Nord, die bequemste Sitzgelegenheit, die es zu jeder Zeit gab. Auf den Vorsprung und dann übergreifen und dann bist du doch schon oben. Madame Altmassiv aufrecht und stramm den Kopf geschmückt mit einem Kamm, ein Bergkamm. Fabius Carrierist, Zahnbuddhist. Colorisé à coups de pastel, tel des billes qui tourbillonnent toujours et encore comme c'est charmant. Wenn wir jetzt genau in diese Richtung kommen, alpine Literatur, darfst du diesen Begriff, kannst du diesen Begriff geben, macht der Sinn? Ich meine, gerade bei der Krimi-Literatur sieht man das ja sehr stark, dass du quasi jede kleine Subregion hat jetzt mittlerweile schon eine eigene Serie an Krimis. Nicht? Genau. Von ganz unterschiedlicher Qualität, muss man leider auch sagen. Also da sehe ich auch ein großes Problem darin, gerade im kriminalliterarischen Bereich, dieses regionale, dieser Alpenkrimi, der in dem Moment, wo Alpenkrimi draufsteht, irgendwie verkauft der Verlag einfach Bücher. Die Gefahr, dass ein literarisches Buch zum Reiseführer wird. Also wenn ein Reiseführer will, dann kaufe man einen Reiseführer. Questa tendenza appunto all'Alpenkrimi è proprio perché la zona alpina per i lettori di lingua tedesca è una zona che ha un suo posto in un immaginario molto codificato e questo chiaramente è molto pericoloso perché vuol dire che sostanzialmente il mercato ti vende un cliché, cioè poi magari dentro la vendita del cliché ci possono essere ottimi libri, no? Jaz bi se tu rad pridružil na nek način misli, ki je bila pravkar izrečena v smislu upora proti instrumentalizaciji literature. Literatura ni ilustracija, literatura si lahko dovoli vse, literatura sledi nekim svojim zakonitostem in vabi tudi bralca, da se poda na to pustolovščino in sledi neki notranji logiki, ki se vzpostavlja. Zdaj, samo na tej osnovi, po mojem, lahko govorimo tudi o neki alpski literaturi v smislu, da je princip samote, hoje, premagovanje recimo neuhojenih poti, neka določena divjost, hlad tudi, ki vlada v Alpah, nek način imaginativni sestavni del neke literarne izkušnje. Drei Monate später saß Digger auf einem Baumschopf und beobachtete, wie eine gelbliche Staubwolke den Taleingang verdunkelte. Vor ihm wurde die dürre Gestalt schnell kleiner. Noch einer? Fragte die junge Frau. Und Egger nicht. Sie brachte ein neues Glas. Pour moi, la montagne, c'est l'ailleurs. On marche, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que c'est comme une métaphore de l'écriture. On n'écrit pas pour arriver quelque part, on écrit pour exprimer, pour dire, pour célébrer la vie. Ce qui compte, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Donc pour moi, la montagne, c'est vraiment le chemin. Donc il n'y a pas, à mon avis, de littérature alpine, comme il n'y a pas de littérature de la mer. Et c'est vrai que la montagne, ça montre, à mon avis, la fragilité humaine, la fragilité devant les éléments, qui peuvent être très dangereux, et en même temps la capacité à se protéger tout en étant avec. Et ça peut donner une conduite dans la vie, mais pour la littérature, comme les éléments sont beaucoup plus denses, plus intenses
que dans la plaine. Ça peut donner, en tout cas, dans l'expression et dans la force des sentiments, beaucoup plus d'expression, d'expressivité. There is no standardized definition of alpine literature. I guess it's about the stories of life, the authors taking inspirations from these unique surroundings, the way how an area shapes the thinking and the writing. Mein Gedanke ist nur, dass es zu wenig ist. Also es gibt ja viele Autorinnen, die beschreiben das Leben am Bergbahnhof, das harte Leben in den Bergen. Aber ich glaube, dass es zu wenige sind und zu wenige Bücher, um einem Genre jetzt einen Namen zu geben und zu sagen, das ist alpine Literatur. Das glaube ich, dass das nicht ausreicht. Und dass das dann eben irgendwie ein bisschen zum Marketing-Schlagwort wird. Man muss nicht immer allem einen Stempel aufdrücken. Pour moi, s'il y a une littérature alpine, c'est un moyen, plus qu'un but. C'est qu'est-ce qu'il se passe quand on est dans la montagne, qu'est-ce qui se passe dans la tête, qu'est-ce qui se passe dans la réflexion, dans la pensée. Et moi, je pense qu'on ne peut pas penser sans marcher, pour être libéré aussi des contraintes. Der in unserer Diskussion sehr stark aufgefallen ist, war diese Frage des Klischees. Die alpinen Klischees sind ja, sag's mal salopp, sehr, sehr stark. Nicht? Also die Lederhosen tragenden, jodelnden Almabtriebe und so weiter, die vom Marketing auch und von Tourismuswerbung sehr stark benutzt werden, ganz egal, wo ich im Alpenraum bin. Wie ist euer Verhältnis als Literaten zu diesen Klischees? Ist das etwas, was man versucht, irgendwie hinter sich zu lassen oder darüber hinwegzukommen? Ist das etwas, mit dem man spielt? Wie geht es ja mit dem Klischee um? Il lavoro sul cliché è sicuramente legittimo e spesso funziona molto bene. Dei cliché che possono essere, cioè lo stereotipo e l'archetipo sono vicini vicini, però lo stereotipo, diciamo così, è la faccia cattiva dell'archetipo, per cui se è difficile, no, si può anche lavorare con degli stereotipi in maniera efficace senza fare una frattura ironica, però bisogna essere molto attenti. Ci pogledamo z neke širše perspektive. Je velika večina knjig, ki imajo zmožnost, da potujejo preko meja lastnega jezika, v katerem so napisane, da potujejo med kulturami, ravno na nek produktiven način prevračajo neke lokalne stereotipe, ker stereotipi je to, kar vsi poznajo. To je na nek način naš skupen prostor. In zato je praktisch, predvsem in neke Literatur, die pisana za trg, nemogoče se temu izogniti. Das Schreiben bedeutet für mich Freiheit. Ein Buch ist die totale Freiheit. Es ist jedem Autor, jeder Autorin alles erlaubt, nichts ist verboten. Bedeutet auch, dass Folklore vorkommen darf, dass Kitsch vorkommen darf. Wichtig ist, dass es gut gemacht ist, dass es nicht zum Schmuck des Buches wird. Wenn das irgendwie Thema ist, finde ich das toll. Aber wenn es dann zu sehr einfach ein regionales
Schmuckwerk wird, irgendwie das dem Inhalt und der Sprache und alles entgegenwirkt, dann funktioniert es auch nicht. Und dann sind es dann Bücher, die regional erscheinen und nicht überregional gelesen werden. Und das, dann bleibt das Klischee, dann bleibt es Folklore, die lokal funktioniert, aber nur lokal. Und das ist dann sehr schade. Okay. Ve lo dico dopo il punto ovviamente di adottare questo tipo di sistema. Il filo dell'impalcatura praticamente, che generalmente... Lontano abbiamo l'opportunità di essere qui a celebrare la giornata internazionale della montagna. E per questo motivo dicevo che si è scelto come testo di riferimento ispiratore dell'evento il libro di Casimiro Maule, Valtellina, Il vino, la vita. E sulla montagna e su questa nostra specificità abbiamo costruito da sempre la nostra identità, ma soprattutto in una fase come questa, lo ricordava. Neve, sci, sport, turismo, e quindi si può parlare sì di sport, di bellezza. Siamo uomini di montagna, uomini di cultura montana, ci rendiamo sempre conto, sempre di più, che per far vivere la montagna dovremmo mantenere questa ecosostenibilità. Valère, avec l'initiative Lire le Montagne, on a réussi à organiser une centaine d'événements autour du massif des Alpes. À mon avis, ça montre une grande diversité de la littérature, une grande énergie. À votre avis, après cela, qu'est-ce que la conséquence? Eh bien, une meilleure connaissance des uns des autres, et le fait aussi que la littérature existe et qu'elle est bien vivante. Et je pense qu'il y a une méconnaissance de la littérature, en tout cas en France étrangère, et en tout cas de l'Europe centrale autour des Alpes. Donc ça, c'est pas mal comme résultat, une meilleure connaissance de cette littérature-là. Ecco, io penso una cosa molto semplice. Che le persone che vanno in montagna, che amano la vacanza in montagna, che amano camminare in montagna, quasi sempre sono lettori. Cioè la gente che ama passare il tempo in montagna è quasi sempre un certo tipo di persona che ama anche leggere i libri, e questa è una grandissima opportunità che si può sfruttare. Živimo v Evropi, kjer postajajo notranje meje spet aktualne, vidne, vse vedno više in više, in nam kažejo, da kulturno sporazumevanje znotraj posameznih evropskih regij ni nekaj samoumevnega, da je neka stvar, na kateri moramo iz dneva v dan delati. Da se to ustvarja, zato je potrebno seveda prestapljati meje, ustvarjati neke vrzi, vzdrževati, in takšne preditve po mojem pomagajo k temu. Ich finde, es ist eine ganz wunderbare Leistungsschau, was passiert zwischen den Bergen. Also ich denke mal, je mehr Menschen lesen, je mehr Autorinnen vorlesen, desto gut ist es. Und wenn Berge es schaffen, Menschen zum Lesen zu bringen und Autorinnen zum Schreiben, dann ist es wunderbar. Die Alpine Convention ist eine internationale Organisation für the sustainable development and the protection of the Alps. We are striving for a balance between environmental protection and the social and economic needs of the 14 million people living in our area. And with this focus on the people, we are also focusing on this major building block of society, that is culture.